So, jetzt gibt es eine Süßspeise. Und zwar sind das Bananen, gefrorene Himbeeren, Vanille, Zimt und einen Hauch von Mandeln. Jetzt gibt es einen Radicchio-Salat mit gedörrten Auberginen. Und das schmeckt sehr gut, die Kombination kann ich nur empfehlen. Und ja, ein paar Möhrenstreifen sind noch drin, ein paar Gurken und so weiter. Aber Radicchio mit gedörrten Auberginen, das schmeckt total gut. Und jetzt gibt es vier gedörrte Äpfel. So, jetzt gibt es einen bunten Vitalteller, nenne ich den einfach mal so. Und zwar ist zum einen Wildreis, eingeweichter Wildreis, dann Tomaten und gekeimte Kichererbsen, dann das hier sind meine harmonischen Pilze. Das Rezept findet ihr oben in den Infokarten oder bei mir im Kanal. Und das sind getrocknete Mungbohnensprossen. Und ja, das alles ergänzt sich sehr, sehr gut. Wenn man so ein bisschen Würzigkeit hat, nimmt man immer so einen harmonischen Pilz dazu. Ansonsten ist alles ungewürzt. Und ja, das ist halt, mag ja manchmal so eine kleine gewürzte Nuance, dann nimmt man einfach so einen harmonischen Pilz. Und ansonsten hat man halt hier wirklich die pure, ja, das ist viel Protein natürlich, Wildreis, Kichererbsen und Mungbohnen, viel Protein, aber natürlich auch von den Tomaten ein paar Vitamine bekommt man ab. Und einfach eine frische und vor allem sättigende Mahlzeit. Das tun ja viele bei der Rohkost immer wieder anzweifeln, aber das macht halt echt total satt. Und das gibt's jetzt, und da freue ich mich auch schon wie ein Schnitzelkönig. Schnitzelkönig? Tofukönig, Entschuldigung. So, jetzt gibt es einen Orangenteller. Das sind ungefähr 5 Orangen. Das heißt ungefähr, das sind exakt 5 Orangen. So, und zum Abend gibt es noch eine kleine Energiekugel. Das ist nur eine Energiekugel. Das sind ungefähr, weiß ich nicht, 250 Gramm Datteln. Dann, glaube ich, 100 bis 200 Gramm Sesam. Mandeln sind noch drin, Vanille ist noch drin und Rosinen. Und ich dachte, bevor ich mal wieder hier 100 Energiekugeln mache, dann mache ich mal lieber eine richtige Energiekugel und dann passt das auch. Die werde ich natürlich jetzt nicht essen, aber ich werde jetzt bestimmt da mal so ein Viertel davon in kleinen Energiekugeln essen. Ich mache die jetzt gerade, ich wollte nur mal ein bisschen witzig sein, das war alles. Und jetzt gibt es Rohkost-Sushi. Und jetzt gibt es einen Orangenteller. Ich esse gerade die Reste vom vorigen Tag vom Sushi machen. Ich habe gerade ungefähr wahrscheinlich so eine halbe Möhre gegessen. Dann hier ein paar Gurkenscheiben und ein paar Champignons und ein paar Zwiebeln und eventuell noch ein paar Mungbohnensprossen. Einfach so ein bisschen Reste verwerten essen. Und jetzt gibt es ein paar Bananen. Jetzt gibt es eine Handvoll Sesam, Dattel, Nuss, Energie-Ecken oder sowas. Also einfach nur zusammengepanschtes, ja, energiereiches Zeug, also Datteln und Sesam und Mandeln und Vanille ist noch drin, so ungefähr. So, jetzt habe ich auswärtig geschlafen und werde hier verköstigt mit einem rohköstlichen Bananeneis mit gekeimten Buchweizen und einem frischen Orangensaft. Also mir geht es hier wunderbar und ja, ich freue mich schon auf mein Frühstück. Bananeneis habe ich, glaube ich, noch nie gegessen. Also das, was ich zu Hause mache, das ist aber immer aus Bananen und die sind nicht geeist. Aber mal schauen. So, jetzt gibt es hier ein Kichererbsen-Bananen-Leder. Also Kichererbsen-Bananen püriert, ein paar Himbeeren sind noch drin. Und ja, das habe ich jetzt gegessen und da fehlt mir eine gewisse, naja, Spritzigkeit. Und deswegen werde ich das jetzt hier nicht so essen, sondern ich tue mir da Postelein reinmachen. Postelein ist eines, was man entweder sehr teuer kaufen kann oder man tut dieses Unkraut, was ist im Endeffekt ein Unkraut für die meisten, dieses hier, einfach einmal bei sich im Garten auspflanzen und dann hat man immer total viel davon. Ich zeige euch mal hier vorne. Guckt mal hier. Also ein bisschen Vogelmeere dabei, aber auch viel Postelein. Und dann wächst das jedes Mal. Und besonders gerade im Winter, wenn alles nicht wächst, wächst das. Und da habe ich richtig fruchtige Füllung. Ihr seht schon, ich habe es gerade mal gekostet, wie es schmeckt. Schmeckt gut. Und das fülle ich mir jetzt hier rein. Und ja, das gibt es jetzt. Also ein Kichererbsen-Bananenleder gefüllt mit Postelein und sicherlich auch ein bisschen Vogelmeere. So, nun fallen mir wieder ein paar Bananen zum Opfer. Ich denke mal, ich werde die wahrscheinlich alle 5 essen. Relativ klein und das ist jetzt mein Snack. So, das ist jetzt mein Abendbrot. Und zwar ist das Wildreis, Gurke, Tomate, Zwiebeln, dann der herzhafte Kaugummi und die harmonischen Pilze. Ja, und das lassen wir jetzt schmecken und ungewürzt, außer natürlich die harmonischen Pilze und der herzhafte Kaugummi. Und ja, das ist jetzt mein Abendbrot.
So, jetzt gibt es einen Smoothie. Ich habe ihn jetzt schon gemixt, von daher, aber sonst seht ihr dann immer ungemixt, da seht ihr dann mal gemixt. Heute ist drin 2 Äpfel, Brokkoli, Bananen, dann ungeschälte Hanfsamen, dann frischer Kurkuma und Weizengras. Wenn man das alles so gemixt hat, da fällt einem das alles nicht mehr ein. Was ich halt sonst auch immer drin habe. Also, keine Ahnung, Braunhirse und Grünkohl natürlich, Spinat, also Spinat frisch, Grünkohl gefroren, gefrorene Himbeeren und gefrorene irgendwelche Früchte halt, so eine Früchtemischung. Naja, einfach so ein buntes Potpourri an Gemüse und an Obst. Und ja, und auf jeden Fall, den mixe ich mir jetzt und den gibt es zum Frühstück. So, jetzt gab es einen Teller Orangen. Leider war ich ein bisschen zu spät im Aufnehmen. Jetzt gibt es eine spontan Sushi-Rolle, Rohkost. Und zwar ganz einfach Gurke und Möhre in einem Algenblatt eingewickelt, ein bisschen Wasabi und das in eine Sojasauce getunkt. Rohkost kann manchmal auch ziemlich einfach sein. Eigentlich ist Rohkost immer einfach. Aber ich meine, zubereitete Rohkost kann manchmal auch einfach sein. So, jetzt wird ein Schuh drin. So, und jetzt gibt es wieder mal einen Orangenteller. So, das ist jetzt mein Smoothie. Und zwar habe ich den mal in die Schüssel gelegt. Einfach aus dem Grunde, dass man die Zutaten einfach mal viel, viel besser sieht. Und da ich jetzt auch auf Instagram unterwegs bin und ja, da man auch wirklich nur das Bild hat und man nicht im Video dann noch irgendwie was zeigen und erklären kann, habe ich mir gedacht, lege ich den einfach mal so hier in den in die Schüssel und da kann man das einfach viel besser erkennen. Und von daher kann ich euch heute auch mal alles sagen, ohne dass ich was vergesse. Und zwar sind hier Äpfel, Granatapfelkerne, Weizengraspulver, Mungbohnensprossen, da unten drunter ist alles Grünkohl, ungeschälte Hanfsamen, Weizengras hat schon gesagt, Brokkoli, Brombeeren, Erdbeeren, Pflaumen, Himbeeren und das war's. Birne sehe ich noch. Genau. Und was jetzt hier drin nicht drin sind, sind die Kelbalgen, das ist das Reisproteinpulver und das ist das Braunhirsepulver. Und das Nehmpulver und, oh, was ich ganz vergessen habe, das wissen die Instagram-Nutzer nicht, Sellerie und Kurkuma. Also das kann ich mit hier rein, das wollte ich, habe ich noch vergessen. Aber die Pulver tue ich nicht hier rein, weil die bleiben dann in der Schüssel kleben, wenn man die dann ausschüttet. Und die tue ich direkt in den Smoothie rein. Aber nur, dass man so einen Eindruck hat. So, und jetzt gibt es wieder einen Orangenteller. Und ja, das sind 5 bis 6 kleine Orangen, würde ich sagen. Genau. So, zum Morgen gibt es einen Smoothie. Heute sind drin Reisprotein, ungeschälte Hanfsamen, Braunhirse, frisches getrocknetes Weizengras aus dem Garten, gefrorene Himbeeren, gefrorener Grünkohl, gefrorener Spinat. Dann sind noch drin frischer Kurkuma, dann frische Bananen, frische Orangen, frischer Stangensellerie, Feldsalat und dann das, was ich uns auch immer noch reinmache, was mir jetzt irgendwann nicht einfällt. Irgendwas ist immer noch drin. So, jetzt gibt es einen oder anderthalb Liter puren Gerstengrassaftpulver. Da sind 2 Esslöffel Gerstengrassaftpulver drin. Das ist ungefähr ein halber Hektar Gerste, den ich hier in mich eininhaliere. Und dazu habe ich gesüßt mit ein paar Stevia-Tropfen und das lasse ich mir jetzt schmecken. So, jetzt gibt es ein Kichererbsen-Bananenleder mit Mandeln. Und die Himbeeren sind auch noch drin. Ich habe das ja schon gegessen und zwar im Garten mit Postelein, als sozusagen Postelein-Wrap. Und jetzt mache ich das einfach mal mit Mandeln und ja, und jetzt esse ich so ein Leder und hab Spaß dabei.